Hallihallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute möchte ich mit euch ein neues Rezept ausprobieren. Ich selber habe es auch noch nicht gemacht, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil es ist ein nicht gebackener Erdnussbutter-Schokoladen-Biscuit-Kuchen, keine Ahnung was. Die heißen Peanut Butter Bars, also es ist ein englisches Rezept, aber ich mache es euch in Deutsch. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nicht viel. Ihr braucht 225 Gramm geschmolzene Butter, das habe ich schon gemacht. Dann braucht ihr 225 Gramm Butterkekse, klein geraspelt, also klein gedrückt. Wie ihr das macht, könnt ihr entscheiden. Also ich habe es jetzt mit einer Küchenmaschine gemacht. Ihr könnt es natürlich ganz klassisch in einer Plastiktüte und dann mit einem Wellholz drüber oder mit einer Glasflasche. Also ist egal wie, ihr müsst es nur klein stampfen. Also ich habe es relativ sehr, sehr klein. Dann, weil es ja Erdnussbutter ist, braucht ihr Erdnussbutter. Ich habe jetzt zwei verschiedene. Ihr braucht nicht zwei verschiedene. Ich habe nur zwei verschiedene im Haus, weil die Hälfte von meinen Mitbewohnern mag halt die mit den Stückchen lieber auf dem Brot und die andere mag die ohne. Deswegen habe ich beide. Ich werde die ein bisschen kombinieren. Ich werde die mit den Stückchen in den Teig tun und das in die Schokolade. Stichwort Schokolade. Ihr braucht natürlich auch Schokolade, weil das wird so ein Keksboden mit Erdnussgeschmack und obendrauf kommt dann nochmal Erdnussschokolade drauf. Und dafür braucht ihr dann auch Zucker, den muss ich noch holen, wenn ich jetzt gleich anfange, so eine Auflaufform und ich benutze dieses Back-Trend-Spray. Ihr könnt natürlich die Schüssel auch mit Butter auspinseln. Ich persönlich habe irgendwie, selbst wenn es um mein Leben gehen würde, könnte ich keine Schüssel so mit Butter auspinseln, dass das Zeug nicht trotzdem kleben bleibt. Also auspinseln und ich sind keine Freunde. Deswegen habe ich mir das hier gekauft. Das habe ich bei uns in der Metro gekauft. Das ist ein ganz, ganz natürliches Spray. Da ist im Prinzip nur Öl drin, das halt leichter versprayt wird. Und das ist halt zum Einfetten von Form, Pfand, für alles Mögliche. Und das ist mein neuer bester Freund in der Küche. Ich benutze den wirklich ständig und ich benutze den nachher auch dafür. Okay, ganz kurz nur zum Zucker. Ich warne euch vor. Im Originalrezept ist es so, dass ihr, ich gucke nochmal, ja, 225 Gramm Zucker braucht. Ich habe von meiner Großmutter und von meiner Mutter gelernt, immer den Zucker zu, ein bisschen weniger zu nehmen, als im Originalrezept drinsteht. Da die im Originalrezept aber so eine ganz bestimmte Sorte von Crackern benutzt, die wir hier nicht bekommen, haben die gemeint, ihr könnt natürlich auch Butterkekse nehmen, dann müsst ihr den Zucker aber nochmal reduzieren. Das heißt, statt mit 225 Gramm werde ich nur 120 nehmen. Also wirklich fast die Hälfte weniger Zucker. Wenn ihr es natürlich wirklich knack, knack, knack süß haben wollt, könnt ihr natürlich 200 Gramm Zucker reintun. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, weniger Zucker ist mehr beim Backen. Also ich nehme fast immer fast 40 Gramm weg und bisher hat sich noch niemand beschwert, dass meine Sachen nicht süß genug sind. Gut, das nur vorneweg. Ich werde es nachher in der Infobox auch so schreiben, wie ich es jetzt hier gebacken habe. Also ich werde nicht 200 Gramm Zucker schreiben, sondern ich werde 120 schreiben. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Also wenn die Masse jetzt so aussieht, also so ein bisschen klebrig, dann nimmst du deine Schale in die Hand und das in Backspray oder die Butter, je nachdem wie ihr es macht. Und sprüht alles schön voll. So. Jetzt kommt die ganze Masse hier rein. Jetzt muss
diese Form etwa für 30 Minuten in den Kühlschrank. Wenn ihr es unbedingt schneller haben wollt, könnt ihr es natürlich auch in die Gefriertruhe tun, aber ich habe Zeit, deswegen packe ich die jetzt in den Kühlschrank. So, ich habe jetzt alles in den Kühlschrank gepackt. Das steht jetzt etwa seit 25 Minuten in den Kühlschrank und wird schön fest. Deswegen können wir uns jetzt schon um die Kuvertüre kümmern oder um die Glasur für diese Kekskuchenstückchen. Ihr braucht dafür einen Topf mit Wasser. Ich habe den etwa zur Hälfte gefüllt und dann so eine Schüssel, die ein bisschen größer ist als der Topf. Und da habe ich jetzt schon 170 Gramm Kuvertüre reingepackt und da kommen jetzt noch 30 Gramm klassische Erdnussbutter. Hierfür nehme ich jetzt die Erdnussbutter ohne Stückchen, damit das auch eine schöne glatte Glasur werden wird. Okay, wo ist mein Löffel? So, also ist etwa ein Esslöffel 30 Gramm. Gut, dann kommt das jetzt alles aufs Wasserbad. Ich stell dann die Temperatur an und lasse das alles schön schmilzen. Wie ihr seht, habe ich die Schokolade auch ein bisschen kleiner gemacht. Dann schmilzt es einfach alles ein bisschen schneller. Jetzt ist unser Teigboden fester geworden, wie ihr sehen könnt. Und unsere Schokolade ist schön flüssig. Und jetzt gebt ihr im Prinzip diese warme Schokolade. Ich habe sie so 5 Minuten abkühlen lassen. Gebt jetzt einfach im Prinzip auf den unteren Teil drauf. Dadurch, dass sie relativ flüssig ist, lässt sie sich auch sehr gut verteilen. Ohne Pinsel oder sowas. Also ich nehme jetzt nur einen Löffel. Ihr könnt natürlich die Schokolade auch in der Mikrowelle weich machen. Ich präferiere nur das Wasserbad, einfach aus dem Grund, weil ich es dann beobachten kann und da passiert es auch eigentlich, oder es passiert nie, dass die Schokolade zu heiß wird und dann kaputt geht. Wogegen das in der Mikrowelle ja wirklich sehr schnell passieren kann. Und ich finde, im Wasserbad braucht es vielleicht 2 Minuten länger, aber dann könnt ihr wenigstens sicher sein, dass alles klappt. Bei mir ist es in der Mikrowelle echt schon ein paar Mal passiert, dass die Schokolade dann kaputt gegangen ist und ich keine Ersatzschokolade da hatte und dann extra noch einkaufen gehen musste. Und deswegen mache ich es immer so. Klappt perfekt und es sieht jetzt so aus. Ich stelle das jetzt nochmal in den Kühlschrank, lasse nochmal die Schokolade kalt werden und dann schneide ich das in Rechteck oder Vierecke und probiert da mal eins und sagt euch, wie persönlich es mir schmeckt. Also bleibt dran. Okay, ich habe das jetzt im Kühlschrank gelassen für 30 Minuten. Ihr seht, es ist fest geworden. Ich habe mir jetzt noch ein scharfes Messer geholt und einen Teller, da will ich die dann draufpacken. Und ich würde jetzt einfach anfangen, die zu schneiden und zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Also die Schokolade ist relativ hart geworden, aber der Unterteil fühlt sich jetzt nicht so hart an. Ich schneide ein bisschen kleinere Teile einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie süß das jetzt wird und wie viel man dann davon essen kann. So. Und jetzt nochmal eine Vierecke. Also ihr seht schon, also mit dem Messer kommt man echt super durch.
gar kein Problem. So. Und wenn jetzt alles gut eingefettet ist, sollte das jetzt auch kein Problem sein, um es rauszubekommen. So, die sehen jetzt etwa so aus. Okay, dann probiere ich jetzt mal so eins. Schmeckt wirklich sehr, sehr erdnussbuttig, butterig und ist gar nicht so süß, wie ich erwartet habe. Ich dachte noch, als ich den Teig roh probiert habe, dass es doch sehr süß schmeckt. Aber jetzt, nachdem er kalt geworden ist, geht er eigentlich von der Süße her total. Die Konsistenz finde ich ein bisschen komisch. Weil es hat einfach Konsistenz das untere, wie Butter. Aber geschmacklich ist es nicht schlecht. Ich würde so, ich würde es eine 3 geben, wenn ich schulnotentechnisch das bewerten müsste. Vom Geschmack her ist es ganz gut. Die Konsistenz finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber sonst ist es ziemlich lecker. Also für alle, die Erdnussbutter mögen, ist es gar nicht schlecht. Wenn ihr das mal probiert habt, dann sagt mir doch mal, wie ihr das gefunden habt. Ob ihr das Rezept ganz gut fandet oder ob ihr es nicht so gut fandet. Ja, würde mich sehr interessieren. Also dann, ciao!